Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den kolligativen Eigenschaften isotonischer Lösungen. Im ersten Schritt stellen wir zwei isotonische Lösungen her, einmal eine 1-molare Zuckerlösung und eine 0,5-molare Salzlösung. Für die 1-molare Zuckerlösung benötigen wir 1 Kilogramm Wasser und 342,3 Gramm Zucker. Und für die 0,5-molare Salzlösung benötigen wir 1 Kilogramm Wasser und 29,22 Gramm Salz. Nun werden die Komponenten miteinander vermischt. Und wir erhalten unsere zwei Lösungen. Im Folgenden schauen wir uns nun an, ob unsere beiden Lösungen nun wirklich isotonisch sind und berechnen ein paar von deren kollegativen Eigenschaften. Dazu schauen wir uns erst einmal an, woran man denn festmachen kann, ob Lösungen isotonisch sind. Die Antwort dafür liefert uns die Osmolalität. Denn Lösungen sind isotonisch, wenn sie dieselbe Osmolalität besitzen, also die Konzentration der gelösten Teilchen gleich ist. Die Osmolalität einer Lösung berechnet man aus der Multiplikation der Molalität mit dem van't Hoff'schen Faktor. Die Molalität berechnet sich aus der Stoffmenge des gelösten Stoffes dividiert durch die Masse des Lösemittels. Da wir eine 0,5-molare Salzlösung mit 1 Kilogramm Wasser hergestellt haben, ergibt sich für die Salzlösung eine Molalität von 0,5 Mol pro Kilogramm. Die Zuckerlösung hat eine Molalität von 1 Mol pro Kilogramm, da wir hier eine 1-molare Zuckerlösung mit 1 Kilogramm Wasser hergestellt haben. Der van't Hoff-Faktor berechnet sich aus der Formel 1 plus Alpha, wobei Alpha der Dissoziationsgrad ist, mal Q minus 1, wobei Q die Anzahl der in der Lösung befindlichen Ionen des Feststoffes ist. Das Natriumchlorid der Salzlösung dissoziiert im Wasser zu 100%. Damit ist Alpha gleich 1. Das Natriumchlorid bildet in Wasser sowohl Natrium- als auch Chloridionen, weshalb Q gleich 2 ist. Daraus ergibt sich ein van't Hoff-Faktor von 2 für die Salzlösung. Die Saccharose in der Zuckerlösung dissoziiert nicht, weshalb Alpha gleich 0 ist. Dadurch wird der hintere Teil der Gleichung 0 und es ergibt sich für die Zuckerlösung der van't Hoff-Faktor 1. Die Molalität und der van't Hoff-Faktor der Lösungen sollten wir uns merken, da wir diese Werte in den folgenden Berechnungen noch benötigen werden. Da die Osmolalität aus der Multiplikation von der Molalität und dem van't Hoff'schen Faktor berechnet wird, ergibt sich sowohl für die Salzlösung als auch für die Zuckerlösung eine Osmolalität von 1 Mol pro Kilogramm. Damit sind unsere beiden Lösungen isotonisch. Wenn wir aber Stoffe in Lösemittel lösen, verändern sich dadurch dessen Eigenschaften. Die physikalischen Eigenschaften von Lösungen, die dabei nur von der Anzahl der Teilchen des gelösten Stoffes abhängen und nicht von dessen chemischen Eigenschaften, sind die kolligativen Eigenschaften. Beispiele für kolligative Eigenschaften sind die Dampfdruckerniedrigung, die Siedepunkterhöhung, die Gefrierpunkterniedrigung und der osmotische Druck. Isotonische Lösungen haben gleiche kolligative Eigenschaften. Im Folgenden berechnen wir exemplarisch die Siedepunkterhöhung und die Gefrierpunkterniedrigung, um zu schauen, ob unsere hergestellten Lösungen in ihren kolligativen Eigenschaften übereinstimmen. Fangen wir mit der Siedepunkterhöhung an. Diese berechnet sich aus der Multiplikation der ebullioskopischen Konstante des Lösemittels mit der Molalität und dem van't Hoff'schen Faktor des gelösten Stoffes. Die ebullioskopische Konstante von Wasser hat einen Wert von 0,512 Kelvin bei Kilogramm durch Mol. Dieser Wert kann bei beiden Lösungen verwendet werden, da bei beiden Lösungen Wasser als Lösemittel verwendet wurde. Die Molalität und den van't Hoff'schen Faktor der beiden Lösungen haben wir zu Beginn des Videos bereits berechnet, weshalb wir nun direkt alle Werte in die Formel einsetzen können. Nachdem wir alle Werte in die Formel eingesetzt haben, erhalten wir nach der Berechnung bei beiden Lösungen eine Siedepunkterhöhung von 0,512 Kelvin. Somit hat sich der Siedepunkt des Wassers durch die Hinzugabe von 0,5 Mol Salz bzw. 1 Mol Zucker von 100 Grad Celsius auf 100,5 Grad Celsius erhöht. Weiter geht es mit der Berechnung der Gefrierpunkterniedrigung. Dazu benötigen wir das zweite Raoultsche Gesetz.
Die Gefrierpunkterniedrigung berechnet sich sehr ähnlich wie die Siedepunktserhöhung. Hier wird nur die ebullioskopische Konstante durch die kryoskopische Konstante ersetzt. Die kryoskopische Konstante von Wasser beträgt 1,86 Kelvin mal Kilogramm durch Mol. Die kryoskopische Konstante von Wasser kann auch hier für Badelösungen verwendet werden. Für die Berechnung der Gefrierpunkterniedrigung wird der negative Wert der kryoskopischen Konstante verwendet. Die Modalitäten der gelösten Stoffe und die von Tauschen Faktoren sind natürlich wieder dieselben wie auch schon zu Beginn des Videos. Nachdem man wieder alle Werte in die Formel eingesetzt hat, ergibt sich eine Gefrierpunkterniedrigung von 1,86 Kelvin. Damit wurde der Gefrierpunkt nach Hinzugabe von 0,5 Mol Salz bzw. 1 Mol Zucker von 0 Grad Celsius auf minus 1,86 Grad Celsius gesenkt. Zusammengefasst kann man nun sagen, dass die beiden hergestellten Lösungen isotonisch zueinander sind und in ihren exemplarisch berechneten kolligativen Eigenschaften übereinstimmen.